Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Item-Shop an. Und wir haben heute einen neuen Skin drin. Und zwar freche Wurst. Mit einem Kondensstreifen, das man dazu bekommt. Das heißt im Prinzip ein 800 V-Box-Skin so ungefähr. Und dann eben halt für 400 V-Box ein Contrail. Auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, der Preis. Hier einfach Würstchen, die runterhängen als Contrail und der Skin an sich. Auch Würstchenarme, ich glaube auch Würstchenbeinchen, sieht man nicht ganz so gut. Und dann einfach ein Hotdog im Prinzip als Körper. Hat auch einen zweiten Stil und zwar ohne Kopfbedeckung. Also sieht wirklich sehr, sehr strange aus, der Skin. Dann haben wir als nächstes den Kunia-Skin. Ist ein nicer Skin, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Genauso Kenji, wobei ich die weibliche Variante ein bisschen besser finde. Ist aber im Prinzip sehr, sehr ähnlich, das Skin. Dann gibt es dazu die Clown-Spitzhacken. Dann auch eigentlich ganz nice. Der Falke als Gleiter ist tatsächlich eigentlich ganz nice, der Gleiter. Ist, glaube ich, auch nicht allzu groß. Allerdings 1500 G-Box hier mal für einen Gleiter. Ist ein bisschen viel. Dementsprechend hätte ich euch davon abgeraten. Die Lackierung sieht eigentlich auch ganz cool aus, vor allem für 300 V-Bucks. Vollkommen in Ordnung. Als nächstes haben wir dann dunkles Dino-Kommando. Muss man sich hier neu kaufen. Das heißt, wenn ihr vorher den normalen Dino-Kommando-Skin hattet, könnt ihr nicht einfach das dunkle Dino-Kommando, hier den dunklen Dino-Kommando-Stil gratis dazu bekommen, sondern ihr müsst euch das letztendlich kaufen. Dafür kostet das Skin an sich nur 1200 V-Bucks. Das heißt, der normale Skin war ja ein legendärer Skin für 2000 V-Bucks. Das ist jetzt im Prinzip nur ein blauer Skin für 1200 V-Bucks. Für den Preis auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Vor allen Dingen die Spitzhacken gefallen mir. 800 V-Bucks dafür auch vollkommen in Ordnung. Dann als nächstes haben wir den Federverteidiger. Ist auch ein ziemlich witziger Skin. Wenn man auf solche Skins jemals steht, kann man sich die auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir Zahnseidenwirbler. Es gibt ja, glaube ich, insgesamt drei Versionen von Zahnseide. Einmal die klassische, dann die einhändige und dann eben halt hier Zahnseidenwirbler. Ja, ist eigentlich ganz nice. Musik ist eigentlich relativ gleich geblieben zum Standard-Emote. Als nächstes haben wir dann Eisbrecher als Spitzhacke. 500 V-Bucks ist keine seltene Spitzhacke. Kommt gefühlt kommt mindestens einmal pro Monat eigentlich rein. Das heißt, wenn euch die Spitzhacke gefällt, sie ist jetzt auch nicht komplett schlecht, könnt ihr auf jeden Fall die auch noch jeden anderen Monat kaufen. Die ist jetzt nicht komplett selten. Dann haben wir als nächstes Brutzelmeister ist schon etwas seltenere Emote. War bisher, glaube ich, nur drei oder vier Mal im Shop. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Ja. Dann haben wir noch den Aufklärer. Ist auch, ja, in Ordnung, das Skin. 800 V-Bucks im Prinzip für ein No-Skin so. Ja. Nichts wirklich Besonderes. Aber grüner Skin ist auch dafür in Ordnung. Haben wir heute neu Einklang als Emote. 200 V-Bucks, vollkommen in Ordnung dafür. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.